Ja, hallo! Und recht herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Snake. Ja, das letzte Mal haben wir ja hier, ne? sind wir ins zweite Gebäude gekommen und wir sind jetzt gleich mal im 30. Stock. Und hier stellt sich uns gleich mal ein Boss entgegen. Ich werde mal versuchen, den zu plätten. Mal gucken, wie erfolgsversprechend das ist. Ich rechne mit gar nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich da... Ach, ich kann hier gar nicht durch. Das ist der Witz. Aha, ist ja richtig witzig. ja. Ich glaube, es ist nicht so klug, was ich hier mache. Und so kann ich ihn irgendwie nicht treffen. Heißt entweder, ich kann ja auch abhauen, ne? Das heißt entweder, ich bin zu dumm, oder aber ich soll den Boss noch gar nicht machen, womit ich schon beinahe eher rechne. Können die mal zünden hier. Ich habe mich selbst umgebracht. Hier, viel. Oh mein Gott. Der hat mir Schaden gemacht. Interessant. Ich habe nichts mehr. Oh mein Gott. Das bringt irgendwie nicht viel. Kann ich irgendwie durchkrabbeln? Naja. Doch. Aha. Was soll das denn? Na gut, kann ich noch nicht durch. Boah, dass sie hier aber so eine umfassende Karte gemacht haben, das finde ich sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Hier muss ich alle Dinger entfernen. Das wird sein. Das wird sein. Auf jeden. Ich bin tot. Oh mein Gott. Wo hat er jetzt eigentlich jetzt gespeichert? Das würde mich ja jetzt schon mal interessieren. Okay. Was ist das? Ein Sprengfalle? Bla 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 bla. Ja, ja. Komm, ihr komischer Kraxel-Spider-Man-Typ. Ist okay. Ich frage mich nur, ist er gerade an der Decke oder ist er irgendwie in der Wand drin? Ich verstehe es nicht so ganz. Das war jetzt natürlich richtig dämlich. Piep. Erstmal noch Weg frei machen, würde ich sagen. Flüchte. Aua. Das war böse. Ich bezweifle mal, dass es was bringt, aber ich mach's einfach mal. Was kostet die Welt? Oh mein Gott, ich sollte vielleicht auch was ausrüsten in der Richtung, damit ich nicht sterbe. Okay, jetzt bringt einen Scheiß. Aua! Kann ich ein Loch machen? Nein, muss ich da eine Bombe reinballern. Das wird sein. Auf jeden Fall. Kann ich aber irgendwas in die Luft sprengen hier? Hoppala. Ich hab keine Idee. Wahrscheinlich geht's einfach noch nicht. Hier, piu. Oh. Scheiße. Ah. Ach komm, bring mich um, los. Oder ich bring mich einfach selbst um. Yay! Oh, in der Explosion gestorben. Nice. So. Dann verpisse ich mich jetzt einfach, ja. Ich wollte halt hier, ne? Ration nur so, dass ich gespeichert bleiben, deswegen habe ich mich jetzt umgebracht. Bla bla bla. Spider-Man, Alter. Ja, Spider-Man. Spider-Man. Ja. Dann geben wir einfach mal in die anderen Aufzüge. Oder wir haben noch ein paar zur Verfügung, ja. So ist es ja nicht. Dass wir jetzt hier Wegmangel haben oder so ein Scheiß. Los! Jawohl, das wollte ich sehen. Ich verpiss mich. Mit dem Kreis drehen. Macht Spaß. Ach ja, das Spiel kannst du echt nicht mit Joystick spielen, mit Control-Stick. Das funktioniert irgendwie nicht wirklich gut. Kann man halt überhaupt nicht gut steuern. Meine Güte, das dauert aber auch lange, ey. Ja! So. Mal gucken, ich bin ja in den Fahrstuhl gegangen. Ja, hier sowieso nicht mehr, ne? Noch eine ganze Gänge, da ist eh nur Kacke drin. Also gar nichts.
okay. Das heißt, ich kann hier einfach. Ich kann mir einfach bissen. Du da bist mir scheißegal, Kollege. Und du genauso. Und du genauso. Dead. So, wo sind wir mit dem Fahrstuhl? War ein noch einer oder sind das drei? Ich weiß es nicht. Hier mal ausprobieren können, ob ich nach unten kann. Oh mein Gott, schwer, so viele Stockwerke. Dankeschön! War schön, dass ich einfach während der Aufzug-Animation einfach nichts gesagt habe. Na gut, machen. Ich kann natürlich den hier machen. Funktioniert sogar. Hallöchen, Kind. Dein einäugiger Mann ist wie ein Vater für uns. Er mag keine Erwachsenen. Der einäugige Mann. Moment, was ist das? Was hast du gerade gesagt nochmal? Achso, er mag keine Erwachsenen. Okay, der einäugige Mann, Big Boss, also hier, ne, ich weiß ja, dass Snake und so, ich weiß ja, dass Big Boss und Snake irgendwie mal die gleiche Person sind und sowas, ne. Und ich meine, Snake hat ja auch eigentlich eine Augenklappe. Könnte zusammenhängen, ne. Wäre mal so eine spontane Vermutung. Okay, wo geht's hier lang? Oh mein Gott. Okay, ich wusste, dass es ein Fehler war. Nee, egal. Piu! Bam. Piu. Bam. Piu. Bam. Oh mein Gott. Okay, hier oben wäre ich eher erwischt worden. Sind mir ein bisschen viele Gänge, muss ich ehrlich sagen. Mein Ohr juckt. Ich kann nicht mehr tragen, Mama. Na dann. Könnte mich eigentlich mal heilen, ne? Ah! Okay, ist einfach nichts. Na dann, Ich kann es aber auch nicht benutzen, ne? Zack, hier so, zack. Tschüss! Ich nehme die Tür da hinten. War schön mit euch. Ist hier wirklich nichts oder soll das einfach nur hier so, ne? Oder ist das irgendwie für später wichtig? Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Von da kam ich. Dann war keine. Doch, hier ist noch eine Tür. Die geht noch nicht. Aha. Was ist das für ein Lärm? Weiß ich auch nicht, du. Was war das für ein Lärm? Etwa der an der Kanone? Glaube ich nicht. Oh. Mann, ey. Wie die Türen, die ich aber nicht reingehen kann, Mann. Was ist das denn? Mann, das ist so doof. Ich frage mich, ob diese Out-of-Order, Dinger der Fahrstuhl nochmal irgendwann Sinn haben. Und wo kam ich eigentlich? Warte mal. Ach so. Lärm. Gut, von hier kam ich. Ich war mir nicht ganz sicher. Nicht, dass es hier ein anderer Aufzug ist oder so ein Scheiß. Oh mein Gott. Hier gibt's noch nichts. Also merken wir uns, hier gibt's noch ein paar Türen. Wird später irgendwann. Alter, das ist so angenehm, ne? Das mit der Karte, muss ich immer ganz ehrlich sagen. Das ist hier in dem Spiel, jetzt hoffe ich so, dass es in den zukünftigen Spielen auch so ist. Und ja, ich weiß schon, Metal Gear Solid und so gibt es auch Schlüsselkarten. Aber da weiß ich, dass man dann auch an der Tür sehen kann, welche gebraucht wird. Das weiß ich schon. Also wenn ich mich nicht vertue jetzt. Das ist schon mal eine sehr angenehme Sache. Oh, ich komme sogar nach unten. B1. Komme ich noch nie weiter nach unten? Nee. B1. Was ist denn B1? Schon wieder eine Kanalisation. Kalalisation. Ist die gleiche? Jetzt nur aus einem anderen. Von einem anderen Dings. Ach, guck mal, kann ich hier runter? Oh, tatsächlich. Oh mein Gott. Ich treibe weg. Ich kann nicht mehr zurück. Das ist natürlich ärgerlich. Oh nein. Nein, jetzt sterbe ich. Okay. Ich bin safe. Moment. Warum sind hier überall Kinder in dieser Base, Alter? Die sind auch noch gut. Das ist ja der Witz. Bist du ein Freund von der blonden Dame, Mister? Oh mein Gott, Holly? Plastiksprengstoff. Bist du ein Freund von deiner Mutter? Nee, ich hasse meine Mutter. Munition, oh mein Gott, das sieht nicht gut aus.
gleich Bossfight, sagst du? Ah, bin wieder hier. Witzig! Spiel. Ist ja richtig witzig heute. Mein Gott. Das war so ein halbes Aufstoßen gerade. Nimm, da ist Ration. Hier ist komisches Kackkind. Warte mal. Der eine junge Mann hat uns aufgetragen, ihnen Bescheid zu sagen, wenn wir einen Mann, der gute Kleidung trägt, sehen würden. Die blonde Dame hat gesagt, er ist nicht hier. Aha. Meine Vermutung ist jetzt, kann ich hier rein? Vielleicht mal. Wir haben noch Plastiksprengstoff gefunden. Alles deutet darauf hin. Mann, Spiel. Ich hasse dich. Weil ich meine, ich sehe da rechts ja auch was, ne? Das war halt so meine Vermutung, deswegen. Vielleicht einfach so ganz treuhaft links. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier wieder Wände in die Luft ballern können. Bla bla bla! Ich kann keine 7-Trennung. Okay, dann habe ich jetzt nur die. Ja, muss ich da jetzt hoch. Allerdings werde ich jetzt voll in die Bomben dabei reinlaufen. Ach, ich komme gar nicht hoch. Das ist der Witz. Oh, sterbe ich hier? Okay. Ach du Kacke. Endlosschleife. Oh nein! Jetzt bin ich wieder hier. Warte mal, aber ich kann da rein. Hä? Jetzt sind wir da nämlich wieder beim anderen Ding, wisst ihr? Haben wir ja mal ausprobieren hier. Aha, da hinten komme ich hoch. Schon mal ein Anfang. Hier sind Türen. Baby. Nirgendwo kann ich rein. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Aber ich habe noch eine Notlösung. Erstmal Kind, talk to me. Ich habe gehört, dass dieser Bach mit dem nächsten Gebäude mit einem Jetstream verbunden ist. Was du nicht sagst, das habe ich gerade selber erfahren, du Spackenkind. So, du da drüben, ja, du redest jetzt nochmal mit mir, Alter. I need information. Das Wasser in dem Bach ist ganz schön kalt. Du wirst dir noch eine Erkältung holen, wenn du zu lange dran. Erkältung, ja. Gut, dann ist jetzt, warte mal, dann verpisse ich mich wieder, ja. Und ich gehe mal nach rechts, weil da kann ich ja auch noch, dann beim Wasser hier unten war ich ja noch nie. Und da kann ich vielleicht nach rechts. Falls das auch nichts bringt, dann muss ich wieder zurück. Und wie ich das anstelle, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht bringe ich mich dann einfach um. Und lade den Spielchen neu, das wäre eine Idee. Hui. Oh mein Gott. Nein. Ah. Okay, dann gehe ich hier rein. Auch okay. Oh mein Gott. Schnell durch. Oh mein Gott, was ist das hier für verzwickte Scheiße gerade? Leck mich mal hart am Arsch. Okay, komme ich wahrscheinlich wieder zurück, wa? Ja. Finde ich witzig. Hallöchen, na? Hier war ich ja noch gar nicht. War ich hier schon? Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Dein junger Mann hat gesagt, wir sollen nicht gegen den Strom schwimmen. Er hat gesagt, dass man eine Menge neuer Sachen sehen muss, wenn man einfach nur mit dem Strom schwimmt. Weißt du, was er gemeint hat? Nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Mann, das ist doch behinderte Kacke. Jetzt habe ich einen Gang da verpasst. Dann machen wir doch wieder sauer. Nun gut. Ich bin dumm, in dem Gang da oben war ich noch nicht drin. Ah! Vielleicht bringt das was. Oder hätte was gebracht. Jetzt hab ich wieder, warte mal. Nehmen wir mal einen davon, ne? Bumm, aua. Wie dumm, Alter. Dass ich da nicht hochkomme, ne? Macht mich sauer. So, Neo. Hat er gesagt, ich soll hier drin bleiben? Bringt mir das was? Wahrscheinlich nicht.
Ach komm hier. Miu, 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 miu. So. Finde ich cool. So, warte mal. Moment, Momentchen, ja? Da rein. War ich hier drin, in dem, genau in diesem Gang? Ja. Ja, natürlich war ich hier drin. Dann. Ja, hier bringt mir sowieso einen Scheiß, aber hey, mal gucken. Kann ich was in die Luft sprengen? Wäre cool gewesen. Sieht aus, ey. Moment, nach oben, nach oben, nach oben, denn in diesem Gang war ich noch nicht drin. Vielleicht komme ich hier irgendwo hoch. Da oben ist ja noch eine Tür, ne? Ach ne, von da kam man ursprünglich. Ah, toll. Wow. Okay, dann. Ich höre wieder weg hier. Neo, 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 neo. Aber oben halten. Weil da hinten war noch irgendwas. Ja, nämlich der Gang da oben. Scheiße. Ah! Fucking. Moment, soll ich mich mal in die Luft ballern? Oh, muss ich gar nicht. Bringt auch nichts. Tja, okay, dann würde ich sagen, es war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich verpiss mich. Wo kam ich denn wieder nach oben? Komme ich das von hier? Ja, ne, hier war der Fahrstuhl, ja. Dann gehe ich halt in den anderen. Mann, schon wieder so viele Gänge einfach nur, ne? Ah! Habe ich bei dem anderen Fahrstuhl nicht ausprobiert, ob ich, bis ganz nach oben kann? Ob ich auch nach unten kann, wollte ich sagen. Ich glaube nicht. Also Notlösung. Schön, dass wir sowas haben. Keine Tür. Na, jetzt kommt nämlich der Typ hier. Piu. Ah, ich bin geschossen, Alter. Ich bin schneller als dein Schatten. Piu, piu, piu. Er läuft ja auch noch rein, der Typ hier, Alter. So ein Vollpfosten. So ein Vollpfosten. Ja, ja, okay. Holen wir schon mal den Fahrstuhl. Rufen den Fahrstuhl. Ey, Fahrstuhl! So ungefähr jedenfalls. Drücken wir schon mal nach oben. Erschießen den und wir sind frei! Frei! Ja, Gut, viel haben wir nicht mehr. Das heißt 10. Stock, okay. Das andere war der 20. ne? Also 10, 20, 30. Da wollen wir 1, 2, 3 machen können, ne? Das war einmal eine Veranda. Da war einmal eine Veranda südlich von hier. Aber der Weg dorthin ist jetzt verschüttet. Aha. Ist ja interessant. Wow. Kann ich gleich. Aha. Ja, der Maul. Aha, Moment. Haben wir überhaupt. Ja. 20 Stück. Das reicht nicht. Also, wie ging das hier nochmal? Ah! Ah. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Da, bla, bla. Okay. Kind, talk to me. Südlich von hier habe ich ein paar komische Dinger gefunden, die aussahen wie grüne Ananas. Aha. Ist ja interessant. Hoppala. Moment. Warum probiere ich das überhaupt? Ich kann nicht mehr schlagen. Interessant. Nein, was tue ich? Ein Meister vielleicht sogar. Achso. Ich habe das Falsche. Oh, ich bin so kacke. Das Falsche weggemacht. Natürlich kann ich deswegen nicht mehr schlagen. So, kann ich mich auch durchballern? Nein. Ja, die Lücke da ist auch viel größer, ne? Da gerade was? Moment! Manchmal macht das nur so wusch. Hat nichts zu bedeuten, ne? Ah! Mein Gott. Hätte ich fast übersehen, wa? Piu! Na,
Südlich von hier habe ich ein paar komische Dinger. Ja, hä? Bist du das gleiche Kackkind hier? Bläh. Auf ich auch mal. Mann! Nein! Ich hasse mich. Nein, ich hasse mich. So dumm. Okay, ich bin zu dumm für diese Steuerung. Immer noch, nach wie vor. Kann ich die Kinder in die Luft ballern? Kann ich Kinder töten? Der einäugige Mann ist wie ein Vater von uns. Er mag keine Erwachsenen. Ich kenne dich. Aha. Oh mein Gott. Nice. Okay, noch mehr hier, eventuell. Ich hasse dich. Na, oh, ey, wie oft mir das passiert, ne? Das ist der Wahnsinn. Nochmal kurz überprüfen. Lalala. Also war das jetzt hier nur der reinste Bonusraum gerade? Habe ich das richtig verstanden? Cool! Blabla! Na gut. Leute, dann war das Melky hier für heute, würde ich sagen. Ich begebe mich zurück Richtung Fahrstuhl. Und dann überlegen wir mal im nächsten Part, was wir machen können. Mir fehlt nämlich ein bisschen die Idee, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben irgendwie alles erkundet, aber irgendwie doch nichts. Wir müssen die komische Holly befreien da. Aber nicht, dass sie irgendwie Gebäude 1 wieder ist oder so ein Bullshit. So, dann werden wir kurz nochmal ausprobieren. Noch einmal ganz schnell, ob ich noch einen Stockwerk. Noch einen Stockwerk nach unten kann. Das wäre eine Notlösung, dass wir nochmal hier Fahrstuhl Nummer 3 da hinten versuchen nach unten. Okay, funktioniert auch nicht. Gut, dann sage ich an dieser Stelle mal speichern. Vielen Dank fürs Zusehen und ja. Oh mein Gott, bis zum nächsten Mal. Jetzt werde ich von dem Typen gesehen. Tschüss!